Faşizme karşı, omuz omuza. Faşizme karşı, omuz omuza. Sivas'ı unutma, unutma. Sivas'ı unutma, unutma. Her sıkıştıklarında Alevi açılımı yapanlar nerede? Açılımdan önce bunun hesabını vermeleri gerekiyor. Açılımdan önce bu katillerin mahkemelerde hak ettikleri cezaları görmeleri gerekiyor. Arka plandakilerin ortaya çıkarılması gerekiyor. Ondan sonra açılımlar yapabilirler. Ondan sonra bizlere sofralarına davet edebilirler. Biz o sofralara oturmadık, oturmayız. Öncelikle 20 yıl önce aramızdan ayrılan, aramızda zorla koparılan bu canlarımızın isimlerini anarak hatırlıyoruz kendilerini şu anda. Ahmet Özyurt. Burada. Asuman Sivri. Burada. Edibe Suvari. Burada. Sait Metin. Burada. Sergül Ateş. Burada. Uğur Kaynar. Burada. Hepimiz buradayız canlar. Onlar bir gitti, bin geldi. Sıçradık, şimşekli rüzgara bindik. Kayalardan kayalarla kopan kartallar çırpıyor ışıkta yıldızlanan kanatlarını. Alev bilekli süvariler kamçılıyor şaha kalkan atlarını. Akın var güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın. Düşmesin bizimle yola. Evinde ağlayanların gözyaşlarını boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar. Bıraksın peşimizi, kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar. Akın var güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın. Toprak bakır, gök bakır, haykır güneşi içenlerin türküsünü haykır. Haykıralım. Işıkları önümüze aydınlatıyor canlar. Canlar, 20 yıl önce olan olaylar orada kalmadı. Günümüzde, bugün Türkiye'de aynı zulüm, aynı hakaret, aynı katliamlar devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında sadece kendi özellerine karışılmasını istemeyen insanların demokratik taleplerini son zamanlarda yaptıkları baskı polis zulmüyle durdurmaya çalışıyorlar. Gezi ve diğer Türkiye'nin dört bir yanında olan olaylara burada gene lanetliyoruz ve o arkadaşlara selam olsun. Selam olsun. El hepsi vas, her yer birleymiş. Her yer madumat, her yer sıvas. Değerli canlar, Pir Sultan Abdal'ı anmak ve yaşatmak için düzenlenen etkinlikte gerçekleştirilen bu katliamla Alevilerin tarihine ve özlerine dokunulmuştur. Bizlerin bu katliamı lanetlememiz, devletin tarihiyle, geçmişiyle yüzleşmesi ve vicdanıyla hesaplaşmalıdır. Çünkü tüm katliamların adresi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Taksim Gezi Parkı'nı selamlıyoruz. Orada direnen insanlarla omuz omuzayız. Her yer Taksim, her yer direniş. Am 2. Juli 1993 hat in Sivas ein staatlich geduldeter Pogrom stattgefunden. Über Stunden hinweg haben Polizei, Militär und Politik zugesehen, wie eine fundamentalistische Menge das Hotel Matomak, in dem stellvertretend für den freien und humanistischen Geist Künstler, Schriftsteller und Intellektuelle logierten Angriff. Der Mord an 35 Menschen wurde vom türkischen Fernsehen live übertragen. Einige der verurteilten Mörder haben sich vermutlich mit staatlicher Unterstützung ins Ausland abgesetzt. Mindestens 9 von ihnen leben hier in Deutschland. Die Vermutung des Abgeordneten Kılıç, dass die Mörder den deutschen Sicherheitsbehörden als V-Männer dienten und hierfür belohnt wurden, ist angesichts der dubiosen Umstände um die Einbürgerung nicht fernliegend. Wir fordern die Offenlegung der Zusammenarbeit der Sivas-Mörder mit dem türkischen wie auch dem deutschen Staat.
Wenn der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdoğan die Aleviten wirklich ernst nehmen würde, würde er die Mörder von Sivas ihrer gerechten Strafe zuführen, den Ort des Verbrechens in eine Gedenkstätte umwandeln und die Opferfamilien entschädigen. Solange er das nicht tut, bleibt er für uns der Wolf im Schafspelz. Im Namen der alevitischen Plattform Rheinland-Pfalz. Danke, Nuray. Ich war auch mal in Sivas, wenn auch aus einem völlig anderen Grund. 2005 war ich als Beobachterin eines Prozesses gegen einen Kriegsdienstverweigerer im Militärgefängnis von Sivas. Mehmet Tahan, ein politischer Aktivist und Anarchist, war angeklagt der Befehlsverweigerung und des Ungehorsams vor versammelter Mannschaft, nachdem er 2001 auf einer Pressekonferenz öffentlich seine Verweigerung bekannt gegeben hatte. Es ist für mich unfassbar, was sich in dieser einspurigen Straße 1993 abgespielt hat. Sivas hat heute ca. 290.000 Einwohner. Die Vorstellung, dass sich ein vor allem durch das Fernsehen aufgehetzter Mob von geschätzten 20.000 Menschen in den Straßen dieser Stadt versammelte, um zuzusehen, wie alevitische Künstler, die sich friedlich trafen, um miteinander zu diskutieren und zu feiern, verbrannten, geht über meinen Verstand. Ich deute aber nicht mit dem Finger auf die Türkei. Die Pogrome hier in Deutschland, etwa in Hoyerswerda oder Rostock-Lichtenhagen, liefen ganz ähnlich ab. Unsere Forderung muss mit der alevitischen Gemeinschaft sein, dass das Malimark-Hotel endlich zur Gedenkstätte wird und die Täter verfolgt und bestraft werden. Und das Massaker von Sivas muss genau so benannt werden und nicht, wie die türkische Regierung es verharmlosend nennt, das Ereignis von Sivas. Unsere Solidarität gilt heute euch und Ihnen, den Menschen, die sich hier versammelt haben, um den Opfern von Sivas zu gedenken. Aber auch den Menschen in der Türkei, die für ihre Menschenrechte und gegen einen repressiven Staat auf die Straße gehen. Und hier schließt sich dann auch wieder der Kreis. Viele Menschen, die sich in Istanbul und Ankara für die Freilassung von Mehmet Tahan eingesetzt haben, stehen auch heute in der ersten Reihe auf dem Taksimplatz. Einige davon habe ich im Fernsehen wiedererkannt. Herr Şeküler, vielen Dank fürs Zuhören und dass ich heute hier reden durfte. Wir bedanken uns bei dir, Tina. Nationale Solidarität! Die internationale Solidarität! Wir als Deutsche haben eine besondere Verpflichtung zum Schutz von Minderheiten immer und überall auf der Erde. Wir haben die Aufgabe, die Minderheiten zu verteidigen, ihren Schutz zu erbitten und die Minderheiten darin zu unterstützen, für freie Betätigung, für gleiche Behandlung und für offene Meinungsäußerung eintreten zu können. Daher fordern wir die Anerkennung der Alevitengemeinden in Deutschland und in der Türkei. Das heißt auch, den Einfluss der türkischen Religionsbehörden in Frage stellen. Europa muss in Freiheit aufgebaut werden. Dabei müssen wir klar vom Nachholbedarf der Türkei sprechen, wobei wir uns deutlich und ganz scharf abgrenzen von jenen, die die Fehler der türkischen Regierung verwenden wollen, um gegen die Menschen aus der Türkei vorzugehen. Wir müssen die Aufgabe übernehmen, diese Ketzerverbrennung weiter in der Erinnerung zu halten. Wir müssen dafür sorgen, dass die Forderung nach Verurteilung der Täter, aber nach Aufklärung der Zusammenarbeit zwischen Polizei und Mob unterstützt wird. Wir haben in Deutschland in der Nachkriegszeit die Erfahrung gemacht, dass politische Morde gerade in bestimmten Fällen nicht verfolgt wurden. Deshalb ist es unsere Aufgabe jetzt, bei politischen Morden wie in Sivas darauf zu dringen, dass hier eine Aufklärung und Strafverfolgung stattfindet. Vielen Dank dir. Liebe Freundinnen und Freunde, ich heiße Kemal Gülçere, komme aus Alzey und werde jedes Jahr hier sein, bis die Menschen, die ermordet worden sind, zumindest rechtlich anerkannt werden und diese Unterdrückung in der Türkei aufhört. Und ich erwarte eigentlich, dass jeder Demokrat, der sich Demokrat nennt, hier auftaucht und jedes Jahr diese Demonstration mitmacht. Wir haben versucht, den türkischen Konsul hierher zu bitten, dass wir diese Presseveröffentlichung und das, was wir möchten, dem einfach mal überreichen, damit er weiß, welchen Standpunkt wir vertreten. Selbst diese Werte gewährt uns dieses Land nicht und erwartet von uns, dass wir dieses Land respektieren.
Ich respektiere so ein Konsul nicht. Sivas'ı unutmak, unutturmak. Sivas'ı unutmak, unutturmak. Liebe Freunde, ich finde es beschämend, wenn ich mich hier in Deutschland mit dem Polizeibeamten hier nebendran wie fast ganz normale Zuhörer dazustellen kann und mit den Beamtinnen und Beamten mich austauschen kann und in meinem eigenen Land niedergeknüppelt werde, nur weil ich meine demokratische Werte verteidige. Ich glaube, die Leute, die da drin sind, die hören auch zu. Wir stehen nicht hier, weil wir euch nicht da drin haben wollen, sondern wir stehen genauso zu euch. Wir stehen zu den Werten, die ihr auch verteidigt. Aber wir stehen nicht hinter das System, das die Leute unterdrückt und halbfertig mit den Knüppeln niederprügelt. Gelin canlar, bir oğlan.